Hallo, heute gibt es mal ein ausführlicheres Infovideo darüber, wie viel Geld man eigentlich so als Traveler ausgeben kann. Also ich gehe jetzt natürlich nur von mir aus, ich weiß ja nicht, was andere so ausgeben. Aber ich denke mal, bis auf so ein paar Kleinigkeiten wird das relativ gut zu verallgemeinern sein. Um euch das auch genau jetzt mitteilen zu können, hatte ich schon den ganzen Monat lang immer aufgeschrieben in so eine Liste, was konkret ich ausgebe und für welche Sachen. Und ich habe da wirklich jeden Pups aufgeschrieben. Also auch wenn jetzt mal eine Tube Tomatenmark irgendwie alle war und eine neue her musste, selbst das habe ich noch mit aufgeschrieben. Und die Riesenliste ist aber nicht so interessant. Ich habe das dann alles in 5 Kategorien eingeteilt und diese lauten Essen und Trinken, Unterkunft, Party und Alkohol, Freizeit und anderes. Ja, und ich will auch gar nicht lange dran rumquatschen, also kommen wir einfach mal zur ersten Kategorie, Essen und Trinken, was man hier so im Monat an Geld verbrät. Vorab muss ich sagen, dass ich insgesamt 8-mal auswärts essen war, das heißt mal bei Subway, Meckens, beim Inder oder einfach auch eine Pizza von Pizzamann nebenan geholt habe. Und dafür sind $51 draufgegangen. Für die restlichen Mahlzeiten habe ich immer im Supermarkt eingekauft, so eine Art Kaufland oder auch mal im China Market. Das heißt, dass es preislich auch relativ durchmischt ist, nicht immer das teuerste und auch nicht immer das billigste. Und die Mahlzeiten hier fassen Frühstück, Mittag und Abendbrot zusammen und dabei kam eine Summe von rund $363 zustande. Und zusammen mit dem Auswärtsessen habe ich eine etwaige Summe von $414 bezahlt. Weiter geht's mit der nächsten Kategorie. Ja, bis jetzt haben Jana und ich immer in einem Hostel übernachtet, wo wir eine Weekly Rate nutzen können, außer in der ersten Zeit, da wir jetzt noch nicht so genau wussten, in welchem Hostel wir bleiben wollen und in welchem nicht. Und diese Weekly Rate bedeutet einfach, dass man 7 Tage am Stück bucht und das billiger ist, als wenn man mal 3 Tage dort schläft, 2 Tage dort und dann wieder 2 Tage dort. Ja, und dafür gingen bis jetzt $650 im Monat drauf. Kommen wir zu Kategorie 3. Ja, wer jetzt nie auf Partys geht und keinen Alkohol trinkt oder sagen wir mal nur sehr wenig und sehr selten, kann das jetzt einfach hier weglassen, diese Kategorie für sich selbst oder wenigstens nur die Hälfte nehmen, denn bei mir kam dann doch schon relativ viel Kohle zusammen. An alkoholischen Getränken umfasst das fast ausschließlich Bier und Wodka und mal 3-4 Drinks in irgendeiner Bar, aber auch ein Eintrittsticket für so eine spezielle Feier und wenn man nur in die Bars geht, da muss man ja keinen Eintritt bezahlen. Für den kompletten Monat kam da jetzt ca. $132,50 zusammen. Und damit sind wir schon bei der vorletzten Kategorie, Nummer 4. Freizeitmäßig wird, denke ich mal, aber jeder irgendwas machen, dafür ist man ja auch schließlich ein Jahr unterwegs. Bis jetzt war ich ja leider nur in Auckland und hier gibt es nicht so viele Sachen zu sehen. Aber was man vielleicht schon sich anschauen sollte, sind der Skyscreamer und der Sky Tower. Vielleicht noch Mount Eden, dort müsste man mit dem Bus hin und auch zu Devonport Island, wo man eine Fähre benutzen muss. Außerdem zählt dann noch sowas wie Billardspielen und eine Spielhalle dazu oder jetzt auch letztens unser kleiner Ausflug in die Jumphalle, wo ihr vielleicht schon das Video gesehen habt. Zusammengerechnet komme ich für alle freizeitlichen Aktivitäten auf eine monatliche Summe von $122. Ja, und damit kommen wir zur letzten Kategorie. Ja, das andere ist jetzt ziemlich umfangreich und hier wird es wahrscheinlich auch die meisten Unterschiede zu den ganzen Travelern geben, denn das beinhaltet echt extrem viele verschiedene Sachen. Ich zähle hier dazu Klamotten, Schminke, irgendwelche Kopien, die Übersetzung von meinem Führerschein, was man wesentlich billiger in Deutschland auch machen lassen kann. Eine SIM-Karte fürs Handy für eine neuseeländische Nummer und auch Haushaltsgegenstände, zum Beispiel eine Tasse, Waschmittel, die Wäscheleine und viele, viele andere Sachen.
Im Monat habe ich hier $162.60 ausgegeben. Ja, und was heißt das jetzt, wenn man alles zusammenrechnet? Am Ende des ersten Monats jetzt hier habe ich mich dann doch schon ziemlich erschrocken, was ich ausgegeben habe. Denn es sind ca. $1.680, die ich hier schon verprasst habe. Und um das mal in Euro auszudrücken, sind das 1.008 Euro, die im Monat einfach mal so weg sind. So, und das war auch schon das ganze Infovideo und ich hoffe, die Leute, die auch mal vorhaben, so ein Auslandsjahr zu machen, können jetzt sich etwa vorstellen, was man hier so an Geld lässt. Und für alle anderen war es, denke ich mal, ganz interessant. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben oder das Ganze kommentieren. Ja, und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, Leute. Ciao.